Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flife Universe Video. Ihr habt euch bestimmt auch schon mal gefragt, wie das eigentlich ist, wenn man Schmuck zerstört, welches Level das beste ist, wenn ich Staub haben will, welches Level ist das beste, wenn ich Fragmente haben will und welches Level ist grundsätzlich das beste, wenn ich meinen herkömmlichen Schmuck zerstören möchte und mir aus den Fragmenten und dem Staub dann Ultimate-Schmuck erstellen möchte. Und deswegen werden wir uns in diesem Video angucken, wie viel Fragmente und Staub man pro Zerstörung bekommt auf verschiedenen Upgrade-Levels und welches Level rein theoretisch das Beste ist, um zu zerstören. Und hierfür sind wir wie so oft in einer Exit-Tabelle. Und zuallererst möchte ich sagen, wenn ihr wirklich Ultimate-Schmuck wollt, kauft ihn euch einfach. Upgraden ist dumm, weil wir gucken uns jetzt natürlich nur an, wie es ist, wenn man im Durchschnitt liegt, im Erwartungswert. Wenn es besser läuft, liegt man drunter. Aber was viele immer vergessen ist, jeder, der drunter liegt, gleicht ja im Endeffekt auch nur wieder jemanden aus, der drüber liegt. Und es ist einfach ein Risiko. Klar, es kann immer gut laufen, aber es kann halt auch immer schlecht laufen. Und es ist selten so, dass man genau den Erwartungswert hätte. Das ist eigentlich so gut wie nie so gefühlt. Und das heißt einfach, meine persönliche Empfehlung für euch ist, upgradet einfach gar nicht. Lasst es einfach sein. Kauft euch den Ultimate-Schmuck oder kauft euch den Staub. Farmt eure Fragmente, das ist noch besser. Dann habt ihr es am günstigsten. Fragmente farmen, Staub kaufen, günstiger geht nicht. Oder kauft euch direkt den Ultimate-Schmuck. Auf jeden Fall upgradet nicht, außer ihr könnt auch damit leben, dass ihr halt all euer Geld verpulvert und nicht das bekommt, wofür ihr eigentlich geupgradet habt. Und ja, jetzt sind wir hier im ersten Bereich, in unserer ersten von drei Tabellen, in der besten Staubverwertung. Was heißt das? Wir haben jetzt hier quasi einfach eine Tabelle, die uns sagt, okay, wann kriege ich den meisten Staub pro eingesetztem A-Product? Und zur Erklärung, wir haben hier die Upgrade-Level 8 bis 20, weil erst ab Upgrade-Level 8 kriegt man Staub. Dann den Staub, den man auf dem jeweiligen Upgrade-Level bekommt. Auf 8 ist es 4 und auf 20 ist es 1000. Dann die Chance, das ist die alte Chance, deswegen steht da Chance alt, weil es gibt ja mittlerweile das Pity-System. Aber die Entwickler haben ja gesagt, dass die Erwartungswerte, oder dass es mathematisch gesehen das gleiche ist, dass Pity einfach nur extremes Pech im Endeffekt ausgleichen soll. Und das heißt, die zugrunde liegende Wahrscheinlichkeit des aktuellen Pity-Systems sind diese Werte und an denen orientiert man sich auch heute noch. Auch wenn es jetzt in-game quasi 0,001 oder whatever ist, bei plus 20, früher war es 0,1 und das ist immer noch der zugrunde liegende Wert. Genau, dann, das ist einfach nur ausgerechnet quasi, was man erwarten würde. Und das ist die Gesamtzahl an Versuchen. Das heißt, von 8 auf 20 oder von 7 auf 20, je nachdem, wie man es sieht, 1434 A-Product. Das heißt, wenn ihr komplett alleine euren Schmuck, und ihr startet natürlich auf plus 7 und nicht auf plus 3, von 7 auf 20, also von 0 auf 100 sozusagen, hochzieht, dann kostet euch das erwartungsgemäß 1434 A-Product. Das ist eine ganze Menge. Und was haben wir jetzt ganz rechts? Ganz einfach, hier teilen wir F51 durch I51, das heißt den Staub, den wir bekommen, durch die Versuche. Und ja, im ersten Fall sind das 0,667. Das ist lustigerweise sogar extrem gut, wenn man sich alles, was danach kommt, anguckt. Also actually Schmuck plus 8 ist gar nicht so bad, wie ich dachte. Und genau, das geht dann so weiter. Und im Endeffekt, ihr seht ja die Werte eh. Der schlechteste Wert ist auf plus 11. Upgrade Level plus 11. Das kostet uns insgesamt 33 Versuche und gibt uns aber nur 0,273 Staub pro A-Product, also 9 Staub für 33 A-Pros. Das ist verdammt schlecht. Das ist, lohnt sich so gut wie, also das ist wirklich extrem dämlich. Viele Sachen liegen so im mittleren Bereich, 0,4 bis 0,6. Und dann sticht dabei ein Wert extrem heraus. Gut, plus 16 ist auch ziemlich gut. Aber hier haben wir eben auf plus 15 0,815 Staub pro A-Product. Wir kriegen 88 Staub und es kostet uns erwartungsgemäß 108 A-Product. Das heißt, wir sind hier am nächsten an 1 Staub pro A-Product und das ist ziemlich gut. Das ist aber auch direkt nochmal das Stichwort. Wie gesagt, wenn man sich mal in-game anguckt, was ein A-Product kostet und was Staub kostet, ne, das ist halt das, was wirklich eigentlich echt dämlich ist. Also wie gesagt, Upgrade einfach gar nicht. Staub kostet auf den meisten Servern zwischen 2 und 3 Millionen, bisschen mehr als 3 Millionen vielleicht, und A-Products kosten auf den meisten Servern so 5 bis 10 Millionen.
Also ihr könnt euch einfach 88 Staub kaufen, zahlt wesentlich weniger als für 88 A-Products und mit 88 A-Products würdet ihr es nicht mal auf plus 15 schaffen. Wo ihr dann nicht mal ansatzweise einen Staub pro A-Product bekommt, aka euer halbes Geld verlieren würdet. Also das nochmal zur Erinnerung, warum ihr nicht upgraden solltet. Außer mit seelengebundenen Products. Ja, das war unsere Staubverwertung. Das heißt, was haben wir gelernt? Wenn man Schmuck upgradet für Staub, dann ist plus 15 theoretisch das Beste, weil ihr hier den meisten Staub pro A-Product bekommen würdet. Das war es natürlich aber noch nicht. Es geht noch weiter. Jetzt haben wir die beste Fragmentverwertung. Fragmente haben eine Besonderheit. Man bekommt sie erst ab Upgrade Level 16. Deswegen sind die ersten Dinger hier alle leer und hier drüben steht überall 0. Im Endeffekt der gleiche Rechenweg, die gleichen Chancen, alles ist gleich. Und genau, das heißt, wir gucken uns nur die Level 16 bis 20 an. Auf 16 kriegt man 24 Fragmente und auf 20 kriegt man 912 Fragmente. Das war damals, als sie das released haben, bei New Horizon, das war das erste, wo mir richtig sauer aufgestoßen ist, warum zur Hölle man für plus 20 so ultra viele Fragmente bekommt. Ich meine, klar, es ist plus 20, also dass man da die meisten bekommt, macht natürlich Sinn. Aber plus 19 ist ja alles andere als einfach und man kriegt kaum mehr als für plus 18 gefühlt. Also es ist irgendwie so plus 19 so richtig lächerlich. Und da haben schon viele Leute damals erkannt oder gesagt, wow, alles unter plus 20 lohnt sich ja, wenn man Fragmente haben will, irgendwie überhaupt nicht. Und ja, das ist im Endeffekt auch das, was mathematisch hier bei der Rechnung rauskommt. Wir haben, wie gesagt, alles gleich, Erwartungswert ist gleich, gesamte Versuche ist gleich, Upgrade-Chance natürlich gleich. Das heißt, alles was anders ist hier drüben. Und wir haben auch den gleichen Rechenweg. Wir haben die Fragmente, die wir kriegen, durch die gesamten Versuche. Und dabei kommt raus, plus 16 lohnt sich absolut überhaupt nicht. Logischerweise, wir kriegen 24 Fragmente für 141 eingesetzte A-Products. Das ist grottenschlecht, das ist ultra bad. Lohnt sich natürlich überhaupt nicht. Plus 17 lohnt sich auch gar nicht. Plus 18 und 19 ebenfalls sehr schlecht. Und plus 20 lohnt sich tatsächlich am meisten. Hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, aber es macht schon Sinn, weil das ist jetzt so ähnlich wie vorhin mit dem Staub. Wir kriegen 912 Fragmente für 1434 A-Products. Und das heißt, es macht einfach nur Sinn, dass plus 20 hier eigentlich, naja, das Beste ist, weil wir nahezu, oder wir kommen halt in die Nähe von, naja, nicht wirklich in dem Fall, 0,6 ist nicht wirklich in der Nähe von 1,0, aber wir kommen am nächsten an die 1,0 ran. Das heißt, ein Fragment pro A-Product wäre natürlich so das Beste. Aber auch hier kann man wieder sagen, weil man jetzt hier natürlich aufpassen muss, es gibt ja Fragmente und Staub dann ab plus 16. Aber grundsätzlich ist hier schon mal die gleiche Regel wie vorher, wenn ihr nur Fragmente upgradet. Ihr müsst euch überlegen, ein Fragment, gut zugegebenermaßen, die sind seelengebunden, die können nicht getrailt werden. Aber ein Fragment ist nicht mal ansatzweise so viel wert wie ein A-Product. Also auch hier wieder Upgrade einfach nicht. Kauft euch einfach, farmt euch die Fragmente am besten oder kauft euch den fertigen Schmuck. Upgradet nicht, es ist extrem dämlich. Ja, und dann ist jetzt natürlich die Frage, okay, aber was ist, wenn man beides zusammen kombiniert? Die beste Gesamtverwertung. Und hier haben wir wieder das Gleiche, hier sind es die Werte von oben. Also hier mit dem besten Wert bei 15. Und hier haben wir natürlich gar keine Werte, das heißt Gesamt pro A-Product, also Staub und Fragmente pro A-Product ist hier, naja, logischerweise gleich. Und erst ab plus 16 ändert sich was. Und naja, logischerweise sind die Werte ja alle, also die werden kontinuierlich schlechter. Und die Werte hier werden kontinuierlich besser. Und das heißt, im Gesamtwert sind wir hier bei plus 20 bei 1,333 Staub-Fragmente pro A-Product. Und das ist jetzt, da sind wir wieder bei dem, was ich die ganze Zeit schon sage. Wir brauchen ja hierfür 1434 Versuche für plus 20. Und kriegen insgesamt 1333 Staub plus Fragmente dafür. Nicht 1333 Staub plus Fragmente, sondern Faktor 1,333. Das heißt, wir kriegen 1912 zusammengerechnet, 1000 Staub, 912 Fragmente. Und 1,0 würde ja bedeuten 1434. Genau, sorry. Da habe ich mich gerade ein bisschen verhaspelt. Aber ja, letztendlich sagt uns das, also plus 18 ist das zweitbeste. Plus 18 ist ziemlich gut. Aber plus 20 ist tatsächlich das Beste. Und es gibt jetzt natürlich noch einen anderen Rechenweg, den ich gesehen habe bei den Fragmenten. Weil jetzt wahrscheinlich viele Leute sagen werden, oh, da habe ich aber was anderes gehört. Und das habe ich auch gehört. Allerdings finde ich, ergibt das wenig Sinn. Denn es gibt noch einen anderen Rechenweg, der sagt hier quasi, okay, bis plus 15 kriegt man keine Fragmente. Das heißt, die Fragmentverwertung oder die Fragmentrechnung beginnt ja sozusagen erst ab plus 16.
Das heißt, die würden jetzt hier rechnen, naja, Fragmente kosten mich 33 A-Products, weil ich ja erst hier starte. Und dann kommt hier plötzlich 0,7 raus. Ja, und hier ist dann 83. Und dann kommt da 0,7 raus. Dann haben wir hier 183. Dann kommt da 0,73 raus. Und dann plötzlich haben wir hier ganz andere Werte und viel bessere Werte. Aber warum ich das ein bisschen unsinnig finde, ist einfach, naja, woher zum Teufel kriege ich den Schmuck plus 15? Droppe ich den einfach oder fällt der einfach vom Himmel oder was? Nee, ich muss ja trotzdem auf plus 15 upgraden. Und das kostet nun mal 108 A-Product. Und das heißt, plus 16 kostet nicht 33 A-Product, sondern plus 16 kostet 141 A-Product. Und deswegen finde ich diese andere Rechnung irgendwie aus der Sicht eines Otto-Normalspielers irgendwie unlogisch, weil hier drüben haben wir es ja auch. Klar, hier startet es natürlich immer plus 8, klar. Also hier macht es schon Sinn, wir starten auf plus 7. Plus 7 kann man droppen, plus 7 ist extrem günstig. Kein Mensch upgrade auf plus 7. Plus 7 gibt es einfach wie Sand am Meer. Das ist einfach nichts Besonderes. Das heißt, hier macht das auf jeden Fall Sinn, dass wir erst mit plus 8 starten und alles, was davor ist, ignorieren wir. Aber hier macht das eben keinen Sinn, weil wir starten ja nicht mit 15. Woher zum Teufel kriege ich den Schmuck plus 15? Der existiert ja nicht einfach. Klar kann man den kaufen, aber wir reden ja gerade nicht über kaufen, wir reden ja wirklich über das reine Upgraden. Klar, ich sag die ganze Zeit, ihr sollt lieber kaufen, aber diese Tabellen sind ja für Leute, die wirklich upgraden wollen. Das heißt, wir upgraden bis plus 15 und wenn wir aber Fragmente wollen, müssen wir höher als plus 15 gehen und das kostet uns einfach 141 A-Products. Das ist einfach ein Fakt. Und wenn wir das eben mit einkalkulieren, dann ist eben plus 20, wie gesagt, das Beste für Fragmente und das Beste insgesamt. Ich bleibe allerdings dabei, Fragmente solltet ihr definitiv farmen in Cursed Dungeons ab Level 141, Staub am besten kaufen und wenn ihr unbedingt wollt, dass ihr euren Staub eben durch Aproids bekommt, zum Beispiel seelengebundene Aproids von Battle Pass und Events, dann macht plus 15, das hat eine ganz gute Verwertung von reinem Staub und damit kann man dann, denke ich, ganz zufrieden sein. Aber ja, das war es im Endeffekt, was ich euch heute mitteilen wollte, zeigen wollte. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten FlyFi Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.